Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gut zwei Wochen vor der Einführung des Euro sind heute die ersten Münzen der neuen Währung ausgegeben worden. Banken und Sparkassen verkauften nach eigenen Angaben bereits mehr als zwei Drittel der sogenannten Starter-Kits. In vielen Filialen gingen die Münzpäckchen schon aus. Bundesbankpräsident Welteke wertete die große Nachfrage als Zeichen für einen Stimmungsumschwung zugunsten des Euro. 3, 2, 1. Es war ein wenig wie Silvester. Um 0 Uhr schlug der Euro-Gong auf dem Frankfurter Börsenplatz. Nächtliches Euro-Shoppen bei der Frankfurter Sparkasse. Bundesbankchef Ernst Welteke verkaufte persönlich die ersten Starter-Kits. Mehr als 3 gab es nicht. Nach anderthalb Stunden waren 7000 Euro-Tüten verkauft. Eine neue Währung erfährt man ja nicht andauernd. Das ist schon was Aufregendes. Momentan habe ich erstmal das Gewicht. Nicht? Das zieht einen die Hose runter, wenn man das, also das Kleingeld im Portemonnaie hat. Aber man muss sich dran gewöhnen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie sie aussehen. Und zu Hause werde ich auch mal hören, wie sie klingen. Tagsüber lief der Verkauf bundesweit erst einmal gemächlich an, steigerte sich dann aber zum Nachmittag. Am Abend die Erfolgsmeldung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. 30 Millionen Starter-Kits verkauft. Das sind rund 75%. Der Bundesfinanzminister ist deshalb zufrieden. Ich finde es gut. Es zeigt sich nämlich, Sie können die Menschen nicht theoretisch vom Euro überzeugen, sondern praktisch werden sie überzeugt werden, und das ist ein weiterer Hinweis darauf. Bis Mittwoch, so rechnen die Banken, werden alle 54 Millionen Euro-Päckchen unters Volk gebracht sein. Aber niemand muss Angst haben, ohne Euro-Münzen unterm Weihnachtsbaum zu sitzen. Ist der Vorrat an Starter-Kits erschöpft, gibt es noch 1 Milliarde Münzen einzeln zu kaufen. Vor der Entscheidung über die deutsche Beteiligung an einer Schutztruppe für Afghanistan zeichnet sich in Berlin breite Zustimmung ab. Nach einem Gespräch von Bundeskanzler Schröder mit den Fraktionschefs zeigte sich Grünen-Chefin Roth überzeugt, dass ihre Partei eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten mitträgt. Auch die CDU signalisierte Zustimmung. Noch steht allerdings der UN-Beschluss über eine Afghanistan-Friedenstruppe aus. Die deutsche Beteiligung in Kabul sei unverzichtbar, sagte der Außenminister im Kanzleramt. Doch auch Fischer wusste nicht, wann die Vereinten Nationen dafür endlich grünes Licht geben. Ein Bundeswehreinsatz mit Problemen. Ohne UN-Mandat kann der Bundestag nicht darüber beschließen, und auch Verteidigungsminister Scharping darf keinen Marschbefehl nach Kabul erteilen. Der Kanzler will für die deutschen Soldaten in Afghanistan ein robustes Mandat. Sie sollen sich also auch mit der Waffe verteidigen können. Ihr Auftrag muss zeitlich begrenzt werden, und ihre Mission muss sich eindeutig von den noch laufenden Kampfeinsätzen abgrenzen. Dazu gehört eine formale Trennung zwischen dem Oberkommando der Vereinigten Staaten und ihrer Bündnispartner, die an Bodeneinsätzen in Afghanistan beteiligt sind, und der Führung der Friedensmission. Bei den Grünen gibt es zwar einige Kritiker, doch ihre Führung rechnet mit großer Zustimmung. Ich gehe davon aus, dass, wenn diese Fragen jetzt im Sinne der Bundesregierung vom UNO-Sicherheitsrat beantwortet werden können, dass es dann zu einer ganz breiten Mehrheit kommen wird. Den Fraktionsspitzen wurde versprochen, die Finanzierung des Bundeswehreinsatzes sei gesichert. Aber der Finanzminister steht vor einem neuen Problem. Der Finanzminister geht mit dem Hut bei seinen Ressortkollegen herum und sammelt dafür Geld ein. Aber wann das Parlament endlich entscheiden kann, ist unsicher. Der Bundestag ist bereit, auf die üblichen Fristen zu verzichten und bis unmittelbar vor Weihnachten zu einer Sondersitzung zusammenzukommen. Eine harte Geduldsprobe für die deutschen Soldaten, die eigentlich schon am Samstag in Kabul ihren Dienst aufnehmen sollten. Großbritannien will nach den Worten von Premierminister Blair bis zu 1500 Soldaten für die internationale Schutztruppe in Afghanistan zur Verfügung stellen. Außerdem erklärte Blair heute offiziell die Bereitschaft seines Landes, die Schutztruppe zu führen. Nach dem Fall der Bergfestung Tora Bora suchen Anti-Taliban-Einheiten und US-Soldaten nach wie vor Extremistenführer Bin Laden. Hunderte seiner Kämpfer sind auf der Flucht. In der Hauptstadt Kabul wurde heute die diplomatische Vertretung der USA eröffnet.
feierliche Zeremonie auf dem Gelände der US-Botschaft in Kabul. Zum ersten Mal seit 1989 arbeitet die diplomatische Vertretung wieder, die rein formell vorerst Verbindungsbüro heißt und nicht Botschaft. James Dobbin ist der Chef des Büros. Nach dem Abzug der Sowjetarmee wurde Afghanistan ignoriert, nicht nur durch die Vereinigten Staaten, auch durch große Teile der internationalen Gemeinschaft. Aber heute kehren die USA zurück nach Afghanistan zusammen mit der internationalen Gemeinschaft, um beim Aufbau dieses Landes zu helfen. Ebenfalls heute eröffnete die Türkei ihre diplomatische Vertretung in Kabul, schon vor ein paar Tagen der Iran sowie Italien. Im Verlaufe des Tages führten Milizen der sogenannten Ostallianz in der Nähe von Tora Bora der internationalen Presse gefangene Al-Qaida-Kämpfer vor. Die Männer, die zum Terrornetzwerk von Extremistenführer Osama bin Laden gehörten, waren sichtlich erschöpft und konnten sich teilweise kaum auf den Beinen halten. Von Osama bin Laden fehlt weiter jede Spur. Die Suche nach ihm könnte Jahre dauern, hieß es aus US-Kreisen. Bekannt sein dagegen soll der Aufenthaltsort von Ex-Taliban-Führer Mullah Omar. Er habe sich in Bergen verschanzt, in der Nähe der südafghanischen Stadt Kandahar, so unbestätigte Informationen. Paschtunische Milizen haben angekündigt, dass sie in 2 Tagen das Versteck von Omar angreifen wollen. Sollte sich Extremistenführer Bin Laden tatsächlich nach Pakistan abgesetzt haben, könnte dort Staatschef Musharraf unter großen Druck geraten. Musharraf würde alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um Bin Laden zu verhaften.